Ja, liebe Leute, ich wollte heute mal wieder ein weiteres Spotlight sozusagen von einem Freelancer machen, den ich momentan sehr viel spiele, und zwar Quark. Den kleinen, ja, Atomreaktor sozusagen. Sein ursprüngliches Aussehen. So. Ich habe hier einen Halloween-Skin noch von ihm. Der weitere, sozusagen, Epic-Skin, von dem habe ich leider noch keinen. Ist ein bisschen mehr rough, also eher ein Gesteins-Skin. Hier ist er einfach nur. Ich glaube, es soll einfach so eine Art Uran-Ansammlung darstellen oder sowas. Wie gesagt, ich habe ihn in der Version. Und ich spiele ihn sehr, doch relativ aggressiv. Deswegen habe ich darauf geskillt, dass ich möglichst viel Leben für mich selber auch regeneriere. Was zum Beispiel in meinem Gamma Ray resultiert, dass er mich pro Runde, wo er verbunden ist, um 5 Leben heilt. Das gleiche beim Atomic Bond, das ist die Heilungsverbindung, heilt mich ebenfalls pro Runde um 5. Hier ist die Standard-Mod, dass es durch Wände gezielt werden kann. Was ich allerdings gar nicht so schlimm finde, das zu verlieren, da man halt einfach nur in Sichtweite stehen muss, um es zu verbinden. Nach der Verbindung kann man ja trotzdem hinter Wände gehen und die Verbindung bleibt bestehen. Das gleiche zählt übrigens auch bei Gamma Ray, das ist so ein bisschen die Eigenheit. Erstens, dass es nur in der ersten Runde direkten Schaden macht, nachher indirekt, wodurch zum Beispiel ein Asana-Schild abseits von der ersten Runde nicht getriggert wird. Und auch ein Rampart, das nicht blocken kann, wenn er einmal verbunden ist. Und wie gesagt, man kann halt sich hinter Wänden verstecken, während die Ziele auf der anderen Seite kämpfen. So, dann Radiate, da habe ich drin, dass ich halt beide Ziele treffe, weil ich halt möglichst versuche, beide Verbindungen immer aufrechtzuerhalten. Und weil ich es einfach super praktisch finde. Ich könnte hier natürlich auch noch mehr Leben reinkriegen, also dass ich noch 2 Leben für jeden aktive Verbindung bekomme. Aber ich finde das irgendwie viel stärker, weil dann kann ich 22 heilen und gleichzeitig 32 Schaden in der Runde machen, was doch relativ oft sehr, sehr praktisch ist. Und ich kann sie auch sonst einfach noch ganz normal zum Heilen Verstärkung benutzen, also das hat ja nichts damit zu tun. So, dann haben wir hier den Dash Quantum Collision. Da habe ich keinen einzigen Mod drauf momentan. Weil die Standardvariante ist, dass du weiter wegspringen kannst. Das ist ganz nett. Weil du ja auch gleichzeitig noch eine Verbindung aufbaust. Das Problem, was ich damit habe, dass ich oft so weit weggesprungen bin, dass ich zwar eine Verbindung aufgebaut habe, aber das Ziel direkt in diese Runde so weit weggelaufen ist, dass die Verbindung wieder weg war. Deswegen hatte ich zwischenzeitlich drin, dass ich automatisch dem Ziel hinterherlaufe, aber das hat mich ziemlich oft in ungünstige Positionen gebracht. Deswegen wollte ich lieber da bleiben, wo ich hindashe und habe keine einzige Mod dafür drin. Dafür habe ich hier wieder eine 3-Energie-Mod drin, und zwar, dass ich Schild bekomme. Pro geheilt oder pro geheilten Verbündeten. Was natürlich bedeutet, insgesamt, dass ich im Kampf, wenn ich meine Ulti habe, doch sehr tanky für eine Runde werden kann. Das bringt mir teilweise, oder das bringt mir sehr oft 30 Schild ungefähr. Das ist halt, wenn ich 2 treffe oder auch 45 oder sogar, ich glaube, bis 45 Schild geht's. Es geht um. Ich glaube, es geht nur um andere Verbündete, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Das kann ich gleich ausprobieren. Mich selber zu treffen zählt das, glaube ich, gar nicht mit. Naja, machen wir doch mal ein Match ready. Außerdem gibt es den neuen Spielmodus. Vielleicht kann ich dir den gleich mal ein bisschen zeigen. Mal sehen. Während wir hier darauf warten, dass das Match losgeht, können wir uns ja noch die Tones und die Catalysts natürlich noch angucken. Die habe ich noch total vergessen. Also erstmal Schild, logisch, damit ich mehr in meinem unter Umständen Reichweite der Gegner stehen kann. Dann doch was zum Ausweichen. Unsichtbar will ich nicht werden, weil ich ja sowieso immer die Verbindungen habe, die mich verraten könnten, wo ich ungefähr bin. Und dann ist natürlich die Frage, nimmt man Reduced Ability Coins oder Heilung mit? Ich habe hier Heilung mitgenommen, weil ich dann doch irgendwann mal, wenn ich beide Verbindungen habe, muss ich nichts tun. Dann kann ich auch Second Wind benutzen und irgendwo hinlaufen, um die Verbindungen unter Umständen aufrechtzuerhalten oder einfach nur, um mich weit zu bewegen. Und deswegen habe ich hier Second Wind drin. Brain Juice ist eine Alternative, die ich einsehe. Um halt wieder zu dashen zu können. Allerdings ist der Dash das Einzige, was bei ihm überhaupt auf Cooldown geht. Alle anderen Fähigkeiten haben keinen Cooldown. Wodurch es etwas ungünstig ist, glaube ich, wenn man hier Brain Juice mitnimmt. Also ein bisschen Verschwendung. So, schauen wir doch mal uns die Taunts an. Hier ist zum Beispiel einer für die Basisattacke neu dazugekommen. Der sehr dunkel ist. Das war der ursprüngliche für die Basisattacke. So, dann haben wir natürlich noch die für die Heilung. Also ihr seht schon, die sind alle sehr eigentlich Richtung süß gemacht.
Das spielt natürlich darauf an, wenn man beide Verbindungen hat und die verstärkt. Das war der Dash und jetzt gibt es noch den für die Ulti. Den will ich nicht mehr sehen. Wobei doch, den sehen wir trotzdem noch. So, das sind die Taunts. Und ihr habt gerade gesehen, welche ich auch davon habe, nämlich die ohne Schloss. Und das wird eine schwere Runde. Wir haben keine Frontline und zwei Supporter, während die drei Damage, die nur eine Frontline haben. Die können sich also nicht heilen. Mal sehen, wie gut das jetzt klappt. Und wir spielen sogar den neuen Modus, Extraction. Da wären Frontline natürlich geil gewesen. Hier seht ihr auch gerade die Erklärung, was bei Extraction ist. Es gibt eine Case, die aufgehoben werden muss. Man bekommt pro Runde, die man die Case hält, am Ende der Runde einen Punkt. Ein Takedown, also ein Kill, gibt einem 2 Punkte. Wer 10 Punkte hat und die Case in ein Zielgebiet für sein Team bringt, gewinnt. Oder wer nach 20 Runden die meisten Punkte hat. Es gibt ein paar Einschränkungen für den Träger, was er machen darf und was er nicht machen darf. Man kann zum Beispiel nicht sprinten als Träger, was bedeutet, man kann natürlich dann kämpfen. Also man kann angreifen und ganz normal laufen, aber man kann auch, wenn man nicht angreift, auch nur ganz normal laufen. Wodurch es Schwachsinn wäre, nicht anzugreifen. Außerdem, wenn man die Case hat, das seht ihr dann hier oben, gibt es eine bestimmte Schadensanzahl. Wenn man die erlitten hat, ist es so gut wie vorbei. Also, Quatsch. Das war falsch, Molly. Wenn man die erlitten hat, lässt man die Case fallen und der Punkt zählt am Ende der Runde nicht. So rum. Wo dasht er denn jetzt hin? Okay, er geht. Oh, fuck. Ich muss darüber, weil er dasht dahin. Wenn ich zurückgegangen wäre, wäre meine Verbindung zu ihm abgebrochen. Aber dann heile ich natürlich doch den Falschen und der macht halt. Er schützt auch den Falschen. Weil wir jetzt gerade den genommen haben, der dasht. Was ziemlicher Quatsch ist. Der kriegt eh keinen Schaden. Ja, er kriegt Schaden. Okay. Never mind. Er kriegt Doppelschaden. Na gut, dann ist er okay. Und wir haben die Case bekommen. Allerdings habe ich schon so viel Schaden gefressen, dass nur 6 Schaden fehlen. Wir würden die Case direkt wieder fallen lassen. Wie ihr gerade, also wie ihr hier oben seht. Eigentlich hat man 75. Wenn man das aufnimmt, das ist voll dann. Haben wir hier nicht. Und der ist gedasht. So. Wir benutzen den Taunt auch mal, damit man den schön sieht. Und du läufst da hin. Okay, dann laufe ich hier hin. Time to put on a clinic. Okay, dann meint jemand, also wir verlieren auf jeden Fall den Case diese Runde. Hätte ich vielleicht sogar einfach da drüber laufen sollen. Oder versuchen sollen, da drüber zu laufen, aber ich glaube, ich bin nicht ansatzweise nah genug gewesen. Oh, das haben mir jetzt einfach ins Gesicht irgendwie zu erwarten. Dummerweise ist er hier an der Stelle, wo es vollkommener Quatsch ist. Und der Fisch macht das relativ wenig. Ja, er bewegt sich also nicht. Demnach bleibt die Verbindung stehen. Aber er steht drauf. Dadurch kann man nur drüber laufen und nicht drauf laufen. So, ich meite mal. Er kann nicht dashen. Ich radiate, sprich ich heile ihn und ich mache ihm jetzt, glaube ich, an die 40 Schaden oder sowas. Aber ich würde eigentlich gerne dahin laufen, wo Dingens jetzt gerade ist. Dann muss ich dahin. Nee. Dann laufen wir hier hin. Kann man nächste Runde viel laufen. Er würde sich so einfach nur daneben stellen. Okay. Okay, der kriegt sogar eine Heilung. Dann ist er doch nicht out of position. Hat sich eigentlich ganz gut positioniert, wenn er hier drei Leute heilen kann. Und deswegen habe ich die Verbindung drin. Weil ich das einfach viel angenehmer finde. Au. 22. Der kriegt von mir jetzt wirklich 40 Schaden. Ich mache normalerweise 32 und ich habe die Might noch hier unten für diese Runde. Yep.
Und er ist tot sogar. Nice. So. Ich muss ein bisschen mit Damage machen. Deswegen ich jetzt mich hier bewege, glaube ich. Ready or not. Weil ich denke, sie werden in die Richtung weiter runterlaufen. Viele Leute drehen selten dann um. Also wenn sie, die ist gerade hier runtergelaufen und dann viele Leute also laufen weiter in die Richtung, hier rum eher, anstatt wieder hochzulaufen. Was eigentlich viel schlauer wäre momentan. Und sie verliert die Case sowieso direkt wieder. Also sie hat sie genau eine Runde gehalten. Das ist okay. Und sie ist sogar tot. Super. So, jetzt will ich mal heilen, weil ich vermute, dass er sonst ziemlich viel Schaden kriegt. Er hat sein AOE nicht, also wird er wahrscheinlich nur auf ihn gehen. Und wo laufen die anderen hin? Ich laufe mal hier hin, weil jetzt alle hier drüben stehen, damit ich die Deckung habe. Wie gesagt, ich muss mich so ein bisschen immer um die Deckung drumherum bewegen und meine Verbindungen aufrechterhalten. Okay, er dasht einfach drüber. Das ist natürlich auch eine Variante. Hat dabei noch eine Mine mitgenommen, wodurch er halt schon ein bisschen Schaden hat. Das ist ganz gut. Und Yasanna ist auch fast tot. Das ist krass. Und ich bin gerade sogar noch in Reichweite. So, ich laufe mal hier hinterher, weil ich denke, er läuft jetzt hier nach oben. Er ist ja gerade dahin gedasht. Damit, ja, okay, Graham läuft hier runter, das ist sehr gut, da bleibt meine Verbindung bestehen, nächste Runde. Und sie stehen alle in der Reihe für unseren Soldier, der ganz gut, glaube ich, reinulten könnte. Und es ist schon ziemlich stark, auch wenn es jede Runde nur 12 sind. Achso, genau, und die Einschränkung ist noch, wenn man in den Dash-Fähigkeit benutzt, dann funktioniert das nicht. Dann lässt man auch das Ding fallen, automatisch. Okay, da bleibe ich halt stehen. Also das habt ihr nämlich gerade gesehen. Lockwood ist gedasht, aber sie haben es natürlich so gemacht, dass ein Antritt das dafür aufnimmt jetzt. Deswegen muss ich mal meine Verbindung aufbauen beim Dash. Hier? Ja, ist okay. Macht er doch in der Vorbereitungsphase, das ist doch eine grüne. Ich dash doch erst hinterher. Mega nice. Ich will trotzdem ausweichen, weil ich will die Verbindung dort haben. Und vor allem nicht vor ihr stehen. Zack. Weil die dürfen die nicht allzu lange halten. Sehr gut, das war wieder dicker Schaden. Und sie hat mich nämlich weggeschubst und darauf habe ich gar keine Lust. Jetzt könnte ich ulten. Ich glaube, ich sollte auch ulten. Einfach nur. Weil es sonst schwierig wird für meine Teammates zu überleben. Und sie verlassen sich gerade. Er macht nämlich seine Ulti. Er weicht zwar aus, aber er hat eh wenig Leben. Von daher kann ich ihn schon mal heilen, dick. Und ich kann es dadurch viel besser tanken. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob ich für mich selber, ob ich jetzt 45 oder 30 Schild bekommen habe. Muss ich mal hier unten drauf achten. Ob ich sozusagen mitzähle als Treffer. Ich krieg 30. Also für jeden Verbündeten und nicht für mich selber. So, damit habe ich ihm nämlich schon einiges aus der Patsche geholfen. Und sie bewegen sich alle wie verrückt. Na, ich treffe ihn noch. Und er hat wieder durch seine Dash-Fähigkeit das fallen lassen. Weil er die Ulti nicht fressen wollte hier von unserem Graham. Ja, ich hoffe, er läuft noch ein Stück in unsere Richtung. Ja, macht er, okay.
Dann wäre ich jetzt durch. Ready, Aiden. Und dann muss ich mal mein Schild ziehen, weil der wird jetzt wahrscheinlich ulten, so wie wir stehen. Ja, drei Leute in der Linie. Ich hoffe, er dasht. Ne, er dasht nicht. Hätte dashen sollen. Unser Gremlin wollte nämlich eigentlich gerade dashen. Das hätte er auch tun sollen. Bin ich der Meinung. Weil jetzt stirbt er dadurch, dass er es nicht getan hat. Das war natürlich ihn jetzt. Jetzt sind meine beiden Verbindungen natürlich tot. Das ist ein bisschen kacke. Sie hat das nicht ready. Jungs, ihr müsstet irgendwie in meine Richtung kommen, weil wir müssen doch hier bleiben zusammen. Oh Mann. Das ist natürlich schick. Damit habe ich das mal aufgenommen hier in der Runde. Jetzt seht ihr auch gerade die Einschränkung. Weiter also so kann ich halt nicht laufen. Auch wenn ich sprinte und wenn ich angreife, kann ich genauso weit laufen. Was natürlich dann bedeutet, ich sollte auf jeden Fall angreifen. Ich bezweifle, dass sie auf dich geht. Ja, verdammt, da bewege ich mich raus. Und jetzt haben wir auch die. Ich sehe gerade, jetzt haben wir auch die, den Bereich, wo wir hin müssten. Ja, damit haben wir natürlich einiges an Schaden gefressen. Ich glaube, ich versuche mal so. Momentan steht es eigentlich ganz gut für uns. Allerdings, wenn ich jetzt sterbe, ist es nicht so geil. Don't come here, sorry. Er hat es, glaube ich, verschrieben. Er meinte, come here. Oder, keine Ahnung. Vielleicht hat er sich einfach nur vertan und wollte nicht, dass ich zu ihm komme, damit er gegen ihn geht. Ich bin tot. Ja, schade. Man kann natürlich, wie man vorhin schon gesehen hat, angefangen, durch das Ding durchdashen und es so mitnehmen, aber nur beim Aufnehmen. Danach halt nicht mehr. Jetzt ist halt er dort oben alleine. Protect and sever. Weiß nicht, das ist irgendwie nicht so geil, was da passiert. Ist immer nur einer alleine da oben gegen mindestens zwei Gegner. Laufen da jetzt jede Menge Minen sind, ist das trotzdem nicht cool, was da passiert. Naja, kann gar nicht durchlaufen. Lol. Nicht die Trap. Und ihr seht schon, es wird immer mehr, was hier oben. Also pro Aufnahme irgendwie 15 mehr Energie, die man zufügen muss, damit. Läuft der nach links? Wenn ich das irgendwo hinläuft. Ach, er läuft nach links, dann muss ich hier hin.
sonst habe ich keinen Sichtkontakt auf ihn. Zum Heilen. Und ich glaube, meine Heilung seht ihr schon, warum ich Quark gerne spiele. Er ist nämlich ein super starker Heiler. Ich habe jetzt schon 400 Heilung. Und ich habe manchmal schon 800 Heilung geschafft, wenn ich halt lange meine Verbindung halten kann und sowas. Der hat sogar gerade den Schaden getankt für unseren Gram. Der Schuss sollte nämlich eigentlich um die Ecke auf Gram gehen. Normalerweise ist Gram halt fast tot. Aber wenn er jetzt so durchläuft, ist er tot. Na, kacke. Darauf hat er nicht geachtet anscheinend. Dass er da nicht durchlaufen kann. Ja. Darauf hat er nicht geachtet. 5 Turns remaining. Ich kann dich nur um 12 heilen. Und wenn jetzt noch einer stirbt, ist wieder Ausgleich. Wir verlieren gerade das Spiel, weil hier einer nach dem anderen immer reingeht. Bin mir nicht sicher, ob ich hier gut stehe. Und ich glaube, sie läuft nämlich einfach von uns weg. Wo ist denn eigentlich ihr? Wir müssen auf die Seite zum Punkt. Das ist immer ein bisschen schwierig. Die ist immer ein bisschen arg weit weg. Und sie ist ja auch sowieso tot. Also super. Aber er ist wahrscheinlich auch tot, wie ich das sehe. Ja. Warum hat er jetzt GG gesagt? Ich bin jede Runde revealed. Er kann dashen. Er könnte also hier drüber dashen. Oder ulten sogar. Um das Ding zu kriegen. Geht er drauf? Ne, er geht nicht auf das Ding. Das ist natürlich super geil und ist nämlich weit weg, wenn ich dann dort bin. Wäre das super. Na, den Soldier habe ich nicht gesehen, dass der um die Ecke stand. Ach, verdammte Kacke. Ja, jetzt läuft er einfach rein, wir haben verloren. Das meine ich, Jungs. Ihr könnt nicht einfach das ganze Match sonst wo stehen. 180 Schaden kriegen wir nie und nimmer drauf. Und er läuft halt einfach rein und ist gut. Es geht halt nicht nur um die Punkte. Will das einfach rein und gut ist. Oder kann er ihn daran hindern? Er kann ihn daran hindern. Sehr gut. So. Ulte. Dann ist es mir nämlich egal, ob die mir hier einen auf die Nase geben. Oder relativ egal zumindest. Ich gehe auf die Seite, weil sie wollen ja hier hin und da will ich in der Nähe stehen, falls er einfach versucht, hier durchzulaufen. So. Also 45 ist das Maximum, was ich kriegen kann für drei Verbündete, die ich treffe. Ja, das war klar. So. Wir haben es also gerade nochmal abgewendet. Das war aber super knapp, zumindest für diese Runde erstmal. Und zwei Leute sind fast tot von ihnen. Dummerweise haben sie halt immer noch das Ding und kriegen damit einen Punkt. One turn remaining. So, ich kann noch jemanden heilen. Ich mach 22 Schaden. Er kann nicht mehr ausweichen. Ich kann nicht jetzt ready. Nee, ich heil unseren hier. Damit dann nichts passiert. Ich hoffe, irgendjemand geht auf die Leute drauf. Ein AOE habe ich nicht. Okay, sie dasht raus. Damit kriegen wir sie nicht tot. Jetzt sagt mir bitte jemand, dass jemand auf den blöden Soldier geht. Bitte sag mir, dass er auf den blöden Soldier geht. Oder er, ist mir auch egal.
Hat er nicht getroffen? Haha, er hat ihn getroffen. Das hätte er jetzt echt verloren gehabt. Wenn er nicht gestorben. Das war ein knappes Match. Okay, und wir haben zufällig sie noch getroffen. Ja. Also, das ist mein Spielstil. Ich bleibe möglichst im Kampf ein bisschen. Deswegen mag ich den Extraction Mode aus Quark auch sehr, sehr gerne. Und 600 Heilung spricht, glaube ich, für sich. Es ist für mich eigentlich der stärkste Heiler, der den meisten Kampfeinfluss noch hat. Weil ich habe auch noch 300 Schaden gemacht. Ich habe ja eine 900er Contribution. Das ist deutlich mehr als irgendjemand sonst, wenn man nach den Punkten sozusagen gehen würde, glaube ich. Ja. Also ich finde Quark super stark, was das angeht. Und ich denke, das hat es gerade sehr gut gezeigt, diese Runde. War sehr, sehr knapp. Und ich habe sogar mal ausnahmsweise als Support die Kiste gehabt, auch wenn nicht lange. Das ist immer so das Problem, wenn der Support diese Case aufnimmt, dann verliert man sehr, sehr schnell sein Leben. Was halt als Support eigentlich sehr, sehr schlecht ist, da man ja die Leute heilen will und die müssten sich um die Kiste kümmern. Okay, danke für das Zuschauen, für die Aufmerksamkeit. Bis bald.